Und wieder ist es der Hörsaal. Diesmal wäre ich fast nicht reingekommen, aber das Problem ließ sich glücklicherweise lösen. Frage- und Antwortspiel zu Thema 2 und Thema 3 in Grundlagen der Informatik und Programmierung 2 im Sommersemester 2022 am Campus Bocholt der Westfälischen Hochschule. So, Tag zusammen. Es ist zwar wahrscheinlich hier für die Anwesenden immer ein bisschen strange, mir dabei zuzugucken, dass ich am Anfang in die Kamera moderiere und erzähle, was wir tun. Auch da nochmal Tag. Einmal ans Zoom-Meeting, das ist nämlich da. Und hinterher, wenn Sie sich das angucken, ist da auch noch eine Aufnahme. Deshalb gucke ich ab und zu mal dahin, um die alle auch mitzunehmen. Und schließlich werden Sie sich das sicherlich auch irgendwann mal angucken. Zumindest hoffe ich das. Ansonsten verstaubt es bei YouTube und Vimeo. Aber das ist ja wurscht. Was machen wir heute? Thema 2, OOP. Thema 3, was gibt's Neues dank C++. Nicht, was gibt es Neues in C++, da gucken Sie sich andere Sachen an. Falls Sie da was wissen wollen, ein ziemlich cooler Podcast, wie ich finde, CPPcast, gibt es da, wo Sie Podcasts herkriegen, sind zwei C++-Entwickler, die sich immer mal wieder mit anderen Leuten unterhalten, was es Neues in C++ gibt. Eigentlich relativ spannend. Aber gut. Was machen wir heute? Was wollen Sie mit mir besprechen? Dafür sind wir ja da. Videos hatten Sie, Inhalte habe ich abgeladen, die haben Sie sich alle angeguckt, hoffentlich. Ich habe eine Frage im Moodle bekommen. Da gucken wir mal rein und ich gucke gleich mal, ob ich das, Schreibweise Methodennamen heißt der Titel. Ich gucke gerade mal nach, ob ich Ihnen das hier gezeigt kriege. Jetzt bin ich gespannt, ob das ohne weiteres geht. Nee, war ja klar. Was will ich Ihnen zeigen? Ich möchte Ihnen das hier zeigen. Und das ist jetzt natürlich viel, viel, viel zu groß, oder? Das wird nicht besser. Doch, ich gucke im falschen Fenster. Da ist es. Dieser Stümper da vorne. So, auf den Folien sind die Methoden innerhalb einer Klasse, anders als bei Funktionen, außerhalb von Klassen, alle groß geschrieben. Ist das notwendig oder eine Konvention? Also sollte man das immer so machen? Das war die Frage. Da möchte noch einer ein Zoom-Meeting. Und während das passiert, drehe ich einfach den Spieß um. Haben Sie da Meinungen zu, Ansichten, Ideen? Gerne auch aus dem Zoom-Meeting. Dann können wir jetzt auch nochmal den Rückkanal testen. Können wir gucken, ob das Zoom-Meeting irgendwie hier im Saal zu hören ist. Ich bin gespannt, ob das klappt. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Gibt es Meinungen? Moment, kleiner Moment, ich versuche das gerade mal mit dem Zoom-Meeting, dann nehme ich mich nämlich aus dem Stream raus. Genau. Jetzt muss ich das für den Stream nochmal zusammenfassen, denn da ist das nicht drin, da sind Sie ja nicht zu hören. Also da wird geäußert, es ist eine Konvention, dass Klassennamen groß geschrieben werden, dass die Methodennamen groß geschrieben werden, Variablennamen klein geschrieben werden, damit man auf einen Blick erkennt, was ist was. Vollkommen richtige Antwort. Es kommt einfach darauf an, in welcher Umgebung Sie sich bewegen und was diese Umgebung für sich festgelegt hat. Wenn Sie alleine mit sich programmieren, können Sie sich überlegen, wie Sie das machen wollen. Ist vollkommen egal. Wenn Sie mit anderen programmieren, können Sie das auch so machen, wie Sie das machen wollen. Dann wird Ihre Partnerin, Ihr Partner aber nicht durchsteigen auf den ersten Blick, was Sie da geschrieben haben. Klar, mit gründlichem Lesen, ein bisschen Syntax-Highlighting und Nachdenken geht das. Aber die Zeit wollen Sie ja eigentlich fürs Code schreiben und entwickeln aufwenden. Und nicht dafür nachzuvollziehen, was die oder der andere jeweils verbrochen hat oder was sie selber vor 14 Tagen verbrochen haben, denn das ist genauso Quelltext, den auch jemand anders hätte geschrieben haben können.
Also überlegt man sich einfach, wie man es denn gerne hätte. Und dafür gibt es verschiedene Konventionen. Ich orientiere mich so gut ich das hinkriege an dem Google C++ Style Guide. Ich hätte mir auch selber einen überlegen können, dann muss ich ihn aber pflegen. Das ist mir zu aufwendig. Ich nehme lieber jemanden oder nehme lieber einen Style Guide, den jemand gepflegt hat. Und irgendwann bin ich auf den Google Style Guide gekommen, der noch schöne Begründungen und Erklärungen dafür liefert und bin da hängen geblieben. Ich hätte mir auch die CPP Core Guidelines nehmen können oder ich hätte den LLVM Style Guide nehmen können. Es ist vollkommen egal, für welchen Sie sich entscheiden. Hauptsache, Sie sind konsistent. Einmal für Ihren eigenen Quelltext, damit Sie sich in Ihrem Code noch zurechtfinden und einmal die Konvention nutzen, die Ihr Team benutzt, damit es da nicht zu Komplikationen führt und damit jeder sofort weiß, was da gebacken ist. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, steht im Google Style Guide, Typnamen werden groß geschrieben, Methodennamen werden groß geschrieben, Variablen werden klein geschrieben, also Member-Variablen werden klein geschrieben. Die Großschreibung bedeutet auch, dass wir dann, oder zusätzlich zu der Großschreibung von Methodennamen und Klassennamen kommt so ein Camel Case, dass Sie neue Worte einfach direkt dran mit dem Großbuchstaben schreiben. Während Sie bei Member-Variablen, das ist, glaube ich, nennt sich Snake Case, diesen Unterstrich zwischen die Worte setzen. Sonst können Sie ja mit den Kleinbuchstaben keine Trennung machen. Also da könnten Sie auch anfangen, Kleinbuchstaben anfangen und dann neue Wörter groß anschließen. Machen Sie aber nicht, damit es eindeutiger ist. Nehmen den Unterstrich. Freistehende Funktionen ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, der Google Style Guide, also Funktionen, die nicht Methoden einer Klasse sind, außer die Main-Funktion, schreibt Google, glaube ich, auch groß, weil es Funktionen sind. Genauso wie Member-Funktionen sind freistehende Funktionen auch Funktionen. Ich bin mir aber nicht sicher. Die C++ Standardbibliothek schreibt allerdings freistehende Funktionen klein, sodass das da vielleicht ein bisschen ein Bruch wird. Wenn Sie eine freistehende Funktion aus der C++ Standardbibliothek verwenden, ist sie klein geschrieben. Wenn Sie Ihre eigene groß schreiben, ist die dann natürlich groß geschrieben. Wobei das auch eine schöne Unterscheidung ist. Habe ich jetzt verbrochen oder haben wir als Team das verbrochen und kommt das aus dem Standard? Der einzige Haken an der Geschichte: Es gibt eine Funktion, die Sie immer klein schreiben müssen. Main. Sonst findet der Compiler die nicht. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Funktionsname, der im Standard vorgegeben ist von der Schreibweise, weil Sie sonst den Startpunkt einfach nicht haben. Alles andere gibt der C++ Standard einfach nicht vor, außer Methodennamen, Klassennamen, Funktionsnamen, Variablennamen, also Identifier, fangen mit einem Nicht-Zahlzeichen an, also Buchstabe oder Unterstrich. Und ansonsten kann folgen fast was will, der gleiche Zeichensatz, den Sie auch fürs erste Zeichen benutzen können und zuzüglich noch die Zahlen. Sie dürfen Unterstriche verwenden, Sie dürfen, bei den Sonderzeichen bin ich mir nicht sicher, was Sie verwenden dürfen, also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Unterstriche auf jeden Fall. Und ab dem zweiten Zeichen dürfen Sie auch noch Zahlen verwenden für Ihre Bezeichner. Und das müsste für oder sollte für Klassennamen, für Methodennamen, für Member-Variablennamen, für Variablennamen, Funktionsnamen etc. gelten. Einzige Ausnahme: Es darf kein reserviertes Schlüsselwort sein. Also Sie dürfen Ihre Klasse nicht Const nennen. Ich bin letzte Woche reingestolpert, dass ich eine Variable Operator nennen wollte und da hat mich dann der Compiler gefragt: Ja, welchen Operator denn? Weil das Schlüsselwort Operator ist vorgegeben oder ist festgelegt, dann erwartet er plus, minus, mal, geteilt, gleich, was auch immer es an vorgegebenen Operatoren dahinter gibt. Und dann gibt es halt den Operator Leerzeichen nicht und daran verschluckt er sich. Das will er nicht haben. Da müssen Sie so ein bisschen gucken. Ansonsten ist die Benennung vollkommen willkürlich. Sie könnten auch Einzelbuchstaben benutzen, aber da ist man eigentlich von weg. Wenn Sie sich Quelltext von früher angucken, dann hatten die Variablen oft nur einen Buchstaben. Ich bin jetzt zu jung, um tatsächlich beurteilen zu können, warum das so ist. Möglicherweise, um tatsächlich Platz zu sparen. Denn wenn wir ganz früh zurückgehen, musste das dann irgendwie ja auch auf eine Lochkarte gestanzt werden. Und vielleicht ist das ein Grund, dass das dann einfacher war, Einzeichenvariablen zu benutzen. Vielleicht kommt das auch daher, dass das natürlich ganz am Anfang so ein bisschen Henne-Ei-Problem, Sie müssen ja irgendein Programm bauen, was Ihnen den Compiler nachher macht. Und da ist vielleicht die Programmiersprache dafür noch relativ einfach. Und dann ist es vielleicht noch mal einfacher zu sagen: Okay, wir beschränken uns bei Variablen und Funktionennamen auf einzelne Zeichen, weil dann nachher die Lookups einfacher sind.
Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht beurteilen, warum das überlebt hat, warum das an manchen Stellen immer noch verwendet wird. Ich würde sagen, verwenden Sie die Namen, die Ihnen dann auch das Programm erklären, damit Sie keine Kommentare brauchen. Oder so wenig wie möglich Kommentare brauchen an der Stelle. Aber es hindert Sie keiner daran, die Variablen durchzunummerieren, solange die mit dem Buchstaben beginnen. Das wird Ihnen nur nicht helfen. Also spätestens nach 2 Tagen wissen Sie nicht mehr, was Sie verbrochen haben. Da gilt diese 14-Tage-Regel nicht. Das ist dann früher der Fall. Okay. Das war die einzige Frage dazu. Machen wir erstmal damit weiter, dass ich mir angucke, was Sie mir geschrieben haben, was Sie an der Stelle wichtig fanden zur objektorientierten Programmierung. Und das war das hier. Was mache ich jetzt daraus? Was ist wichtig? Wir unterhalten uns in der objektorientierten Programmierung. Mauszeiger können Sie sehen? Nee, können Sie nicht sehen. Der geht da auch nicht drauf. Nee, in der Mitte in grün über Klassen. Da reden wir natürlich drüber. Klassen sind die Baupläne für meine Objekte. Aus den Klassen erzeuge ich Instanzen. Die Klassen beschreiben mir, wie so ein Objekt aussieht. Und die Instanz ist dann ja, tatsächlich das fertig konfigurierte Objekt, was Sie dann aus dem Bauplan machen. Da ist dann vielleicht immer noch ein Auto vor Ihnen, aber dieses Auto ist dann blau. Wenn Sie dann auch aus der Klasse dasselbe Auto daneben stellen können und das hat dann die Farbe rot. Sind beide aus der Klasse, also aus derselben Autoklasse abgeleitet. Wie gesagt, das eine halt nur blau, das andere rot. In das eine bauen Sie einen anderen Motor ein als in das andere. Also was geht dann? Womit mache ich weiter? Genau, Konstruktor. Gehen wir da weiter. Wenn Sie eine Instanz aus einer Klasse bauen, wird die konstruiert. Das kann C++ von alleine, wenn die Konstruktion automatisch erfolgen kann. Sprich, wenn da nichts Unerwartetes in der Klasse drinsteht. Wenn die Klasse ein paar Member enthält, die lediglich Ganzzahlen aufnehmen können, dann kann C Ihnen Ganzzahlen konstruieren. Geht ja auch so, Sie können Integer-Variablen anlegen. Und wenn Sie jetzt Integer-Member-Variablen in Ihrer Klasse haben, kann C++ das. Da kommt noch lange kein Wert rein. Das wäre dann wieder zu aufwendig, aber Ihnen zumindest diese Variablen anzulegen, ist kein Problem. Und das versteht C++. Wenn Sie da eigene Datentypen reinpacken wollen, geht das auch, solange die eigenen Datentypen, die Sie entwickelt haben, auch wieder standard konstruierbar sind, sprich, wenn da nichts Unerwartetes passiert. Und weil C++ das von alleine kann, macht es Ihnen das auch von alleine an dieser Stelle. Sobald Sie irgendwas Spezielleres machen wollen, können Sie sich einen eigenen Konstruktor bauen. Beispiel aus dem Praktikum von heute Morgen. Wir haben eine Klasse für eine Begrüßung, die nichts anderes macht, wenn Sie da eine Print-Methode drauf aufrufen, Ihnen eine Begrüßung zu geben. Diese Klasse hat einen Konstruktor mit einem Parameter, der den Begrüßungstext aufnimmt. Da können Sie also festlegen, wie diese Begrüßungsinstanz Sie dann tatsächlich anspricht. Dann bauen Sie einen eigenen Konstruktor, der einen Parameter hat. Und dann an der Stelle sagt C++, okay, jetzt wird es komplizierter, da ist wohl ein größerer Plan hinter oder da muss man wohl mehr machen als einfach nur dieses, ich mache als Speicher für die Variablen, die ich kenne. Und da sind nur Variablen dran, die ich kenne. Also mache ich das Ding nicht mehr standard konstruierbar. In dem Moment, wo Sie diesen Spezialkonstruktor, diesen Konstruktor mit einem Parameter oder mit mehreren Parametern bauen, ist Ihre Klasse nicht mehr standard konstruierbar. Das haben wir, glaube ich, auch heute Morgen mit einer Fehlermeldung gesehen. Wenn Sie die noch standardkonstruierbar haben möchten, müssen Sie diesen Standardkonstruktor wieder bauen. Das ist der ohne Parameter. Sobald Sie eben einen eigenen Konstruktor bauen. Aber da hilft Ihnen der Compiler dann in dem Moment, wo Sie den Spezialkonstruktor, ich nenne das jetzt einfach erstmal nur salopp Spezialkonstruktor, in dem Moment, wo Sie den anlegen und vorher Standardkonstruktion benutzt haben, sagt Ihnen der Compiler, das geht jetzt aber nicht mehr. Du hast einen Konstruktor gebaut, der erwartet einen Parameter. Hier gibst du mir aber keinen, kann ich nicht. Und wenn Sie es dann hinkriegen, so zu entwickeln, dass Sie vielleicht nur den Konstruktor anlegen und dann schon mal wieder auf Compile drücken, kriegen Sie relativ schnell die Info, dass dadurch, durch diese 2 Zeilen, die Sie jetzt geschrieben haben, schon was schief geht. Wenn Sie natürlich irgendwie 100, 200 Zeilen am Stück an Quelltext hinschreiben und erst dann auf Compile drücken, wissen Sie nicht, welche der 100 oder 200 Zeilen das war. Aber wenn Sie nur den Konstruktor schreiben, dann kann es eigentlich nichts anderes sein als genau dieser Konstruktor, weil was anderes haben Sie ja nicht verändert. Genau. Wenn also
die Klasse oder die Instanz aus der Klasse aufwendiger zu konstruieren ist, bauen Sie einen eigenen Konstruktor. Gleiches gilt für den Destruktor, der ist nachher zum Aufräumen da. Das geht auch standardmäßig, aber in dem Moment, wo Sie ein bisschen mehr machen müssen, wo Sie tatsächlich aktiv aufräumen müssen, das passiert nachher, wenn Sie Freispeicherverwaltung machen, relativ schnell, dass Sie dann im Destruktor den selbst allokierten Speicher wieder freigeben wollen. Ein bisschen allgemeiner gilt das dann natürlich auch für Allokation von Ressourcen. Das muss nicht nur Speicher sein, das kann tatsächlich auch eine Datei sein, das kann, was auch immer, ein Socket mit einer Netzwerk-Connection sein oder was auch immer. Alles, wo Sie selber Ressourcen verwalten, müssen Sie dieses Verwalten dann auch bis zum Ende durchziehen und dafür können Sie den Destruktor nehmen. Wenn das Objekt dann abgebaut wird, und zwar kann das auch automatisch passieren, dass das Objekt abgebaut wird, kommt der Destruktor ins Spiel. Wenn Sie keinen Destruktor anlegen, gibt es trotzdem einen Destruktor, nämlich den Standarddestruktor, den Ihnen C++ dann auch zur Verfügung stellt, denn eine Klasse braucht so ein Ding. Und wenn nichts zu tun ist, kann C++ Ihnen dann einen leeren Destruktor hinstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Wann wird ein Objekt abgebaut? Jetzt bin ich gespannt. Wann wird der Destruktor aufgerufen? Also eigentlich habe ich schon beantwortet, in dem Moment, wo ein Objekt abgebaut wird, aber wann wird ein Objekt abgebaut? Okay, ich helfe noch ein kleines bisschen. Wie lang ist eine Variable und damit ja auch eine Instanz eines Objektes, wie lange ist die gültig? Oder in welchem Bereich ist die gültig? Ja, vollkommen richtig. Eine Variable, eine Instanz eines Objektes etc. ist nur in dem Bereich gültig, in dem sie auch angelegt wurde. Sei es jetzt eine eigene Funktion, sei es ein Codeblock innerhalb eines Ifs oder innerhalb einer Schleife, sei es global eine ganze Compilation Unit, dann ist die in dem Bereich verfügbar. Und wenn der Bereich endet, also der Block in den Klammern, in den geschweiften Klammern in einer While-Schleife, der Block in den geschweiften Klammern in einem If-Konstrukt etc., der Block in den geschweiften Klammern in einer Funktion. Wenn das Programm daran vorbeiläuft, wird die Variable, wird das Objekt, die Instanz ungültig, ist danach nicht mehr zugreifbar und in dem Moment, wo das ungültig wird, wird der Destruktor aufgerufen. Und dann ist anders als in C nicht mehr nur der Name nicht mehr zugreifbar oder der Speicher erstmal nicht erreichbar, weil Sie den Bezug dazu verlieren, sondern es passiert dieser Zwischenschritt. Ich habe ein Objekt, ein konstruiertes Objekt, das wird abgebaut und danach ist es nicht mehr erreichbar. Da kann also tatsächlich Arbeit verrichtet werden und das passiert automatisch. Und wenn Sie da Arbeit festlegen wollen, die verrichtet werden soll, machen Sie das im Destruktor. Okay, Fragen erstmal dazu. Zu Klasse, aka Bauplan eines Objektes, Konstruktor, die Mühe, die Sie sich machen müssen beim Erzeugen einer Instanz und Destruktor, die Mühe, die Sie sich machen müssen beim Abbauen der Instanz. Gibt es da noch Fragen zu? Im Saal nicht. Wie sieht es im Zoom-Meeting aus? Auch nichts. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir noch, Instanz steht da noch, da habe ich gerade schon drüber geredet. Eine Instanz ist tatsächlich das Ding, das Sie sich aus dem Bauplan erzeugen. Bleiben wir bei dem Auto. Sie haben einen Bauplan vom Auto. Da steht drin, wie das Auto aussieht, welche Blechteile wie zusammengeschraubt werden müssen. Das ist nur der Bauplan, der auf dem Papier existiert. In dem Moment, wo Sie diesen Bauplan nehmen, um dann aus diesen Blechteilen tatsächlich das Auto vor sich zu bauen, haben Sie vor sich die fertige Instanz. Man könnte das so weit treiben und ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich gar nicht mal so weit hergeholt ist oder zu weit hergeholt ist. Selbst wenn Sie hinschreiben int a, Semikolon, haben Sie danach eine Variable a, die Ganzzahlen aufnehmen kann. Und damit könnte man, um in diesem Bild zu bleiben, sagen, a ist die Instanz einer Ganzzahl. Eine Instanz einer Ganzzahl, eine Repräsentation, ein Ganzzahl-Ding. Tatsächlich die konkrete Zahl, die Sie vor sich haben. Oder das Fach für eine Ganzzahl. Sie können da ja beliebige Zahlen reinschreiben.
Und wenn Sie sich diese Schreibweise vorstellen, int a, ist es gar nicht so viel anders wie das, was wir heute im Praktikum gemacht haben, greeting, my greeting. Also greeting, Leertaste, my greeting. Dann steht immer noch der Typname, dann Leerzeichen und dann hinten der Variablename. Dann ist my greeting die Instanz der Klasse greeting. Und dann ist das eigentlich analog zu dem, was Sie sonst immer geschrieben hätten, int a oder character operator, so wie wir das dann im ersten Praktikum gemacht haben. Sie hatten noch eine Frage. Ja, das geht. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wir haben bisher im Praktikum, wenn wir eine Ausgabe in den Standard-Ausgabestream gemacht haben, geschrieben std Doppelpunkt Doppelpunkt cout. Und dann kamen die Pfeile und dann kam das, was da alles rein sollte. Dieses std Doppelpunkt Doppelpunkt ist jetzt natürlich ein bisschen Schreibarbeit, das immer wieder zu wiederholen. Das kann ich loswerden, indem ich oben in den Kopf der Datei oder in dem Scope, in dem ich das brauche, also in dem Block, in dem ich das brauche, hier jetzt zum Beispiel reinschreibe using namespace std. Std ist ein Namespace. Und in dem Moment, wo ich das schreibe, macht sich der C++-Compiler all das verfügbar, was innerhalb des Namespaces std steht, und dann ist das ohne das std:// zu erreichen. Da steht aber eine ganze Menge drin in diesem Namespace std. Und möglicherweise stehen da auch Namen drin oder Bezeichnungen oder Identifier drin, die Sie selber vergeben wollen, und dann kriegen Sie einen Namenskonflikt. Das gleiche, oder das gilt jetzt ja natürlich nicht nur für Dinge aus der Standardbibliothek. Das gilt auch für Dinge, also Namen, Funktionen, Variablen, was auch immer, Klassen, aus anderen Bibliotheken, die Sie einbinden. Und wenn Sie dann auf Ihren Code gucken und sich das vorher alles reingeholt haben in Ihren Hauptnamespace, haben Sie an den Typnamen sehr wenig Dokumentation stehen, wo die herkommen. Während wenn Sie den Namespace immer davor schreiben müssen, ja, es ist mehr Schreibarbeit, dokumentiert Ihnen das aber auch immer wieder die Herkunft. Dann können Sie tatsächlich sehen, okay, das ist jetzt ein Vektor über 4 Fließkommazahlen, der aus meiner Mathebibliothek kommt, die mir unheimlich schnelle Mathe implementiert. Und jetzt kommen wir zu den Namenskonflikten. Jetzt habe ich nochmal einen Vektor für 4 Floats, der aber aus einer Bibliothek kommt, die mir vielleicht eine Fast-Fourier-Transformation extrem schnell auf der Grafikkarte rechnet. Der heißt aber auch VEC4F. Weil es ein vierdimensionaler Float-Vektor ist. Und einmal steht aber, waren jetzt konstruierte Beispiele, einmal steht davor Bibliothek für schnelle Berechnungen auf der Grafikkarte, Doppelpunkt, Doppelpunkt, und einmal steht davor Mathe-Bibliothek für effiziente Berechnungen auf der CPU, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Also ersetzt das durch einen vernünftigen Namen und ein konkreteres Beispiel. Aber dann ergibt so eine Zeile, ich schreibe den einen Vektor für die CPU-Architektur, schreibe ich dann dahin, also initialisiere ich mir gleich irgendwas, schreibe mir den anderen Vektor dahin und weise im Endeffekt nur den Inhalt des ersten Vektors in den zweiten zu. Das kann ich aber nicht direkt machen, ich brauche einen Konverter dazwischen. Und wenn die vorne die Datentypen schon anders heißen, dann ist mir beim Draufgucken klar, warum ich den Konverter brauche. Wenn ich da nur die Zuweisung sehe, würde ich ja sagen, warum weise ich nicht den einen einfach direkt in den anderen zu? Warum brauche ich da diese Konversion? Komme eventuell auf die Idee, das wegzuschmeißen und dann geht das nicht mehr. Je mehr ich über dieses Beispiel erzähle, desto mehr merke ich, dass es wirklich vollkommen an Haaren herbeigezogen ist. Also nageln Sie mich jetzt nicht darauf fest, aber ich will auf diesen Punkt raus, dieses, was Sie vor den Doppelpunkt schreiben, dokumentiert Ihnen die Herkunft, hilft Ihnen beim Verständnis und hilft Ihnen vor allen Dingen dabei, Namenskonflikte zu vermeiden. Von daher würde ich kein Using Namespace irgendwas verwenden. Außer, da muss ich nur auch nochmal nach der genauen Schreibweise nachgucken, etwas, was in C++ 11 oder 14 dazugekommen ist, dass Sie ganz, ganz spezifische Teile aus dem Namespace sich rausholen können. Sie können, ich glaube, das geht dann ohne Namespace, ich muss nochmal genau nachgucken, Sie können sowas schreiben wie using std:// cout. Dann
erklären Sie dem C++-Compiler aus dem Namespace std, möchte ich das cout benutzen? Und danach können Sie auch wieder nur cout schreiben. Dann müssen Sie aber natürlich für das cout dieses using std cout schreiben, für das endline hinschreiben using std endline einmal und können es danach benutzen. Und wenn Sie da das Gleiche gelten lassen wie für Scopes von Variablen, dass die so eng wie möglich gewählt sein sollen, können Sie das natürlich mit Fug und Recht in Ihrer Main-Funktion einfügen, diese beiden Zeilen. Und darunter, weil Sie das fünfmal schreiben müssten, natürlich nur cout irgendwas endline schreiben. Aber Sie haben es sofort dokumentiert an der Stelle, wo Sie es brauchen. Weil die zwei Using-Zeilen stehen direkt darüber. Das finde ich legitim, aber in Using-Namespace finde ich zu breit. Ist aber meine Meinung, müssen Sie an der Stelle nicht teilen. Braucht die Kamera mich nochmal wieder? Ja. Genau. Nochmal zur Wiederholung. Es ist ja wahrscheinlich einfacher, wenn ich nicht dran denken muss, immer das Doppelpunkt schreiben zu müssen. Wenn mir der Compiler oft genug auf die Finger gehauen hat, geht das in Fleisch und Blut über, das mitzuschreiben. Es ist zugegeben, für einen Einstieg ist es sehr, sehr viel Schreibarbeit, aber irgendwann ist es vollkommen natürlich, das dann einfach noch mit dazu zu schreiben. Ist aber auch wieder eine Stilfrage. Es geht beides. Es ist beides vollkommen valider C++-Code. Nehmen Sie das, worauf sich Ihr Team geeinigt hat. Wenn Ihr Team in der Mehrheit der Meinung ist, mit guten Argumenten, wir verwenden Using, Namespace, was auch immer, dann ist das die Regel für Ihren Code. Dann sollten Sie nicht std://cout schreiben. Dann schreiben Sie nur cout und akzeptieren dieses Using Namespace. Vielleicht finden Sie gute Argumente dagegen und kriegen Ihr Team überzeugt. Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, ist das einfach der Style Guide, in dem Sie entwickeln sollten. Und wenn Sie das nicht tun, führt das zu Verwirrung. Erzeugt wieder Reibungswärme und dann geht Ihnen eigentlich Leistung verloren, oder Energie verloren, die Sie viel besser in Quelltextentwicklung stecken könnten. Okay, gut. Haben wir das? Instanzen haben wir geklärt. Public und Private haben wir, glaube ich, heute im Praktikum auch schon gesehen. Structs kennen Sie noch aus C. Das waren Datenstrukturen, wo Sie Datenfelder unter einem gemeinsamen Namen zusammenfassen konnten. Da sind die Datenfelder öffentlich, standardmäßig. Ich glaube, in C gibt es eh keine andere Möglichkeit. In C++ gibt es auch Structs, das können Sie genauso hinschreiben. Da wird aber relativ unmittelbar eine Klasse draus. Allerdings, damit die genauso funktioniert, eine Klasse, deren Inhalt standardmäßig öffentlich ist. Das sind ja Structs. Da ändert sich nichts dran. Klassen geben Ihnen eine Form der Kapselung, da kommen wir dann gleich drauf, fassen Ihnen aber zusätzlich zu den Datenfeldern auch noch Funktionalität mit unter dem gemeinsamen Namen zusammen. Und damit diese Kapselung funktioniert, ist es eine gute Idee zu sagen, die Funktionalität ist von außen sichtbar und bedient die Daten, die innen drin verborgen bleiben. Und um diese Trennung hinzukriegen, dass diese Daten nicht von außen erreichbar sind, gibt es ja diese Anmerkung Private Doppelpunkt, die Sie da vorschreiben oder die Sie benutzen können, um dann das, was folgt, in der Klasse privat zu machen. Da wir jetzt bei der Klasse diese Trennung von Funktionalität und Daten haben und die trotzdem unter einen gemeinsamen Namen packen, was wir beim Struct nicht hatten, Struct hält ja nur Daten zusammen, und bei einer Klasse eher so denken, wir haben die Funktionen und die Methoden, die die Daten verändern können, ist eine Klasse standardmäßig oder der Inhalt einer Klasse standardmäßig privat. Um da auch nochmal den Unterschied etwas größer zu machen. Wenn Sie sich nur eine Klasse anlegen und da Inhalt reinschreiben, ist der privat, der ist von außen nicht sichtbar. Sie müssen ihn ausdrücklich öffentlich machen. Und dafür können Sie dann public benutzen. Das brauchen Sie bei Structs nicht. Da ist alles standardmäßig öffentlich, auch wenn es intern eine Klasse ist. Ist es bei einer tatsächlichen Klasse, die Sie mit dem Class-Schlüsselwort einleiten, standardmäßig alles private und Sie müssen es public machen. Okay. Public und private kann es mehrfach geben. Sie können immer wieder zwischen public und private wechseln. Alles, was nach dem public kommt, bis zum nächsten private protected oder public, ist öffentlich.
Und ab da gilt dann die neue Direktive, die Sie ranschreiben. Das ist das. Kapselung habe ich gerade eben schon so ein kleines bisschen erwähnt im Sinne von Zugriffsberechtigung, wobei das noch oder Zugriffsschutz, wobei das noch ein kleines bisschen was anderes ist. Sie können Dinge privat machen, die sind von außen dann nicht bedienbar. Dafür stellen Sie Funktionalität in der Klasse zur Verfügung mit Methoden, die dann diese Daten verändern, im einfachsten Fall schreiben oder lesen können, die aber auch komplexere Dinge damit anstellen können. Dadurch kapseln Sie oder ich lasse das Kapseln nochmal raus, dadurch schützen Sie die Daten vor unbeabsichtigtem Zugriff, sorgen dafür, dass die Daten konsistent bleiben können. Ist jetzt bei einem, wenn Ihre Klasse nur ein Integerfeld enthält, ist das wahrscheinlich relativ einfach, die Daten konsistent zu halten. Aber wenn Sie beispielsweise diesem Integerfeld noch einen Zeitstempel daneben stellen, der angibt, wann das Integerfeld geändert wurde, sollten Sie tunlichst nur beides gleichzeitig ändern. Wenn Sie eine Möglichkeit haben, das Integerfeld zu ändern, ohne den Zeitstempel zu ändern, ist der Datensatz, der da drin gespeichert ist, inkonsistent oder relativ schnell inkonsistent. Also verbergen Sie die beiden Datenfelder im privaten Teil der Klasse und stellen im öffentlichen Teil eine Methode zur Verfügung, die Ihnen das Integerfeld verändern kann und gleichzeitig den Zeitstempel ändert. Und dann haben Sie keine Möglichkeit, das Integer-Datenfeld zu verändern, ohne den Zeitstempel zu setzen, von außen. Von innen können Sie es immer noch verbocken, aber dann ist es ja Ihre Verantwortung. Sie haben die Zugriffsmethode geschrieben. Aber Nutzerin oder Nutzer hat von außen keine andere Chance, als das genauso zu machen. Das war die Zugriffsberechtigung oder dieser Teil, dass Sie die Daten von außen nicht erreichbar machen. Zusätzlich spielt da Kapselung noch eine Rolle. Dadurch, dass Sie die Funktionalität zum Verändern bereitstellen mit einem relativ klaren Interface, weiß ich nicht, Set Integer Value, Klammer auf, Integer Parameter, Klammer zu, kapseln Sie die innere Implementierung. Sie sagen nach außen, ich setze einen Integer-Wert, wie Sie den aber intern in der Klasse ablegen, ist von außen überhaupt nicht ersichtlich, ist von außen auch überhaupt nicht relevant. Ob das tatsächlich ein Integerfeld sein muss, in dem Sie das ablegen, ist noch die Frage. Es ist wahrscheinlich praktisch, aber es gibt sicherlich auch Überlegungen, dass Sie sagen, ich speichere das nicht als Integer, sondern als irgendeinen anderen Wert, weil ich das an anderer Stelle in einem anderen Format brauche oder weil ich mich intern auf ein anderes Datenformat geeinigt habe. Das könnte zum Beispiel, ich weiß es nicht aus, in der Computergrafik nachher ein Thema mal werden, wo Sie sich über sowas Gedanken machen müssen, welche Eigenschaften von Positionen Sie alle auf die Grafikkarte schreiben wollen oder von Geometrie Sie auf die Grafikkarte schreiben wollen. Sicherlich brauchen Sie eine 3D-Position, sicherlich brauchen Sie eine Farbe, Sie brauchen möglicherweise eine normale, also die senkrechte auf eine Dreiecksfläche. Vielleicht wollen Sie auch noch die Tangente der Dreiecksfläche wissen und all sowas. Jetzt ist aber die Frage, ob Sie das tatsächlich alles brauchen. Das können Sie alles speichern. Klar können Sie eine Tangente setzen. Wenn Sie eine Tangente an die Oberfläche setzen, ändern Sie aber auch die normale, weil die Eigenschaft ist eigentlich, die normale steht senkrecht auf der Tangente. Vielleicht brauchen Sie nur eins davon. Können aber trotzdem zur Verfügung stellen nach außen Set Tangent. Ja gut, dann setzt er halt nur einen Wert, berechnet sich die normale neu. Ob er sich die normale intern speichern muss, ist die Frage. Vielleicht muss mit Set Tangent aber auch gar nicht die Tangente gesetzt werden, sondern nur die normale und nur die speichern Sie sich und die Tangente errechnen Sie sich daraus. Können Sie schon mal 3 Floats wieder sparen. Ungefähr klar, wovon ich rede. Sie haben vielleicht abhängige Größen in Ihrem Datensatz, die untereinander voneinander abhängen und können all diese Größen mit einer anderen darstellen und aus dieser berechnen. Und dann machen Sie einfach den Trade-off. Wie viel Speicher bräuchte ich, wenn ich alles speichere? Gegen wie viel Rechenleistung brauche ich, um das alles neu zu berechnen aus einem dieser Werte? Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Platz gewinne ich dadurch, dass ich davon natürlich nicht nur einen Datensatz, sondern vielleicht Millionen von Datensätzen ablege. Und dann müssen Sie sich natürlich überlegen, ich kann nach außen jeden einzelnen Wert natürlich setzen, ich kann von außen jeden einzelnen Wert auslesen. Intern
liegen die aber im Speicher gar nicht vor. Sie können die aber jederzeit berechnen. Und diese interne Repräsentation ist jetzt durch das Interface der Methoden komplett nach außen gekapselt. Das sehen Sie von außen nicht. Sie tun von außen so, als wäre das alles da. Es liegt aber gar nicht. Es liegt aber tatsächlich als Wert niemals vor, sondern es ist berechenbar. Vollkommen in Ordnung. Und damit ist dann jederzeit auch diese interne Implementierung änderbar. Dadurch, dass Sie die nach außen ja gar nicht preisgeben, können Sie sich jederzeit innen drin eine andere Repräsentation überlegen, weil die jetzt für den Anwendungsfall, den Sie gerade haben, geeigneter ist. Dadurch ändert sich das Interface aber nicht und Sie haben eigentlich das Interface dann oder den Zugriff gekapselt. Nee, es ist tatsächlich die interne Repräsentation, die Sie gekapselt haben, dadurch, dass Sie oben drüber diesen Zugriffslayer, also diese API im Endeffekt gelegt haben. Dadurch ist die interne Repräsentation dann gekapselt. So, was haben wir noch? Member-Variablen und Member-Funktionen haben wir eigentlich gerade drüber gesprochen. Die Member-Variablen sind die Eigenschaften eines Objekts, einer Klasse oder der Zustand. Und die Member-Funktion ist die Funktionalität, mit der Sie dann mit diesem Objekt interagieren können. Und die Ihnen abhängig vom Zustand natürlich dann auch anderes Verhalten oder andere Rückmeldung geben können. Dann haben wir noch die Initialisierungsliste und die Initialisierung. Ihr Konstruktor ist dafür da, eine Instanz der Klasse auf einen konsistenten Wert zu setzen. Ihnen also, C++ ist dafür verantwortlich, das Objekt zu erzeugen und der Konstruktor ist dafür da, den Inhalt des Objekts gerade zu biegen vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen Speicher zu holen. Aber einfach nur, damit Sie dann einen brauchbaren Zustand oder Ihr Objekt in einem brauchbaren Zustand haben, dafür können Sie den Konstruktor nutzen, diesen brauchbaren Zustand herzustellen. Worauf wollte ich hinaus? Genau, dazu ist sicherlich einiges an Initialisierung, das steht so ein bisschen rechts, ist einiges an Initialisierung nötig, was Sie tun müssen, damit dieser brauchbare Zustand entsteht. Zum Beispiel müssen Sie die Member-Variablen mit Werten belegen. Mit Werten belegen, die Ihnen per Parameter gegeben werden oder mit Standardwerten, die Sie vorgeben. Das ist dann die Initialisierung der Member-Variablen. Und das machen Sie, das steht unten in so rötlich, mit der Initialisierungsliste des Konstruktors. Das ist etwas, was zwischen dem Konstruktornamen und dem, Konstruktorname, Parameter und dann kommt irgendwo die öffnende, geschweifte Klammer. Und zwischen der Parameterliste, den Parameterklammern und der öffnenden, geschweiften Klammer, da kommt die Initialisierungsliste hin und ist mit einem Doppelpunkt getrennt. Ich muss beim nächsten Mal gucken, dass ich auch einen Code-Editor offen habe an der Stelle. Genau, also ein Doppelpunkt taucht dann da oben einmal auf und dann, nee, ich mache es mit dem Code-Editor. Das wird jetzt hier an der Stelle tatsächlich sonst blöd. Da rede ich zu viel drum herum. Wo habe ich ihn? Da habe ich ihn. Klappt das? Nö, den habe ich natürlich auch noch nicht vorbereitet. Wo bist du? Da bist du. Das sehen Sie jetzt und das Zoom-Meeting sieht den jetzt auch. Also wir sind in der Vorlesung 2, main.cpp. Ich schreibe es mal eben hin, das macht nichts. Hier soll nachher aus der Klasse MyClass eine Instanz entstehen. Damit mache ich nichts. Ich schreibe jetzt erstmal nur vollständigen C-Code hin, damit er dann auch was tut. So, und diese MyClass kann ich jetzt, sollte ich, wenn ich sauber mache oder ein größeres Beispiel machen, natürlich in einem Paar aus myClass.hpp und myClass.cpp bauen. Ich schreibe das aber jetzt hier rein, damit wir das sehen. So, das Ding ist öffentlich konstruierbar, also hat es einen Konstruktor MyClass. Ich mache jetzt absichtlich nicht die Trennung zwischen Header und CPP-Datei, weil wir mit zu vielen Dateien hantieren. Ich implementiere das jetzt direkt hier. Dieser MyClass-Konstruktor tut jetzt irgendwas. Das würde er jetzt hier tun. Das ist wirklich aktive Tätigkeit, die er tut. Berechnungen durchführen, Methoden aufrufen etc. Da tut er wirklich aktiv was. Wenn es sich lediglich um Initialisierung handelt, sollte ich das woanders machen, damit ich wirklich... Ich muss mir Mühe geben und Arbeit verrichten beim Aufbauen, trenne von, ich schreibe einfach nur Werte rein. Also tatsächlich eigentliche Arbeit von Initialisierung trenne. Was könnte er initialisieren?
Vielleicht eine magische Zahl im privaten Bereich. Könnte ich jetzt natürlich hier hinschreiben, Magic Number gleich 42. Das würde gehen. Ich sollte mich an meine eigene Konvention halten. Das ist das hier. So, das wäre valide. Das ist keine Initialisierung. Das hatte ich Ihnen in C auch schon gesagt. Vielleicht ist es an der Stelle für eher noch Anfänger eine Spitzfindigkeit. Das hier, was ich mache, ist eine Zuweisung. Da ist die Variable schon angelegt und in die angelegte Variable oder dieser angelegten Variable weise ich anschließend vollkommen separat die 42 zu. Das ist vergleichbar, wenn Sie jetzt hier schreiben würden, int answer, answer gleich 42. Sie legen die Variable answer an und weisen der anschließend die 42 zu. Wenn Sie stattdessen initialisieren wollen, das also ein bisschen eher in einem Schritt machen wollen, also nicht erst Speicher für eine Integer-Variable anlegen, das akzeptieren, was da drin steht, dann mit dem Anlegen der Variable fertig sein und anschließend zu sagen, ich habe hier eine 42, die stecke ich jetzt in diesen neuen Speicher rein, vollkommen separat, das ist das, was hier steht, konnten Sie ja in C das hier machen. Das konnten Sie in C schon schreiben. Int answer gleich 42. Dann legen Sie sich Speicher für eine Integer-Variable an und während Sie sich diesen Speicher für die Integer-Variable anlegen, stecken Sie die 42 da rein und anschließend heißt das Ding Answer. Da passiert das eher so ein bisschen gleichzeitig. Zumindest von der Idee dahinter. Ob der Compiler das dann daraus macht, ist noch eine andere Frage. Wenn wir jetzt über Performance diskutieren, dann müssten wir wirklich reingucken, was macht der Compiler daraus? Ist das wirklich so separat oder erkennt er, was ich vorhab? Gleiches Spiel hier. Hier verrichte ich Arbeit, tue also wirklich Dinge und damit ist das keine Initialisierung mehr, sondern wirklich die aktive Zuweisung. Wenn ich stattdessen initialisieren möchte, mache ich hier den Doppelpunkt. Das meinte ich gerade mit zwischen den Parameterklammern und der öffnenden geschweiften Klammer. Und dann würde ich hier hinschreiben, Magic Number 42. Als würde ich den Konstruktor des Integers Magic Number aufrufen an dieser Stelle. So könnte man das vielleicht lesen. Und dann ist das genauso eine Initialisierung wie das Ding hier. Dann landet die 42 in der Magic Number in dem Moment, wo die Magic Number entsteht. Und nicht erst durch Zuweisung, wenn die Magic Number schon entstanden ist. Ich hoffe, da ist der Unterschied ein bisschen klarer. Das ist C++-Schreibweise vor dem C++11-Standard. Das hier wäre die Schreibweise mit der Uniform Initialization nach C++11. Gleiches Spiel, das können Sie dann auch hier unten so machen. Dafür brauchen Sie eigentlich C++11, dann ist das aber dasselbe. Aber das ist wieder der Unterschied Initialisierung und Zuweisung. Und da braucht man vielleicht einfach ein bisschen Programmiererfahrung, bis man das dann in Fingern hat an der Stelle. Okay. Wo sind wir? Da sind wir. Dann haben wir die Initialisierung weg. Public habe ich, Instanz habe ich, Konstruktor habe ich, Abstraktion, Destruktor, Klasse, Privat, Kapselung, Initialisierungsliste, Member-Variable, Member-Funktion. Ach, Initialisierungsliste hatte ich Ihnen nicht erzählt. Alles, was Sie jetzt hinter dem Doppelpunkt aufzählen, ist die Initialisierungsliste. In meine Initialisierungsliste bestand nur aus einer Initialisierung. Ich kann natürlich auch mehrere Member-Variablen haben und die initialisiere ich dann alle nacheinander in einer Liste und dann ist der Begriff, glaube ich, auch wieder ein bisschen klarer an der Stelle. So, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, das Using Namespace würde ich nicht schreiben, das lasse ich weg. Genau das Gleiche gilt für ein Friend. Ich würde tunlichst vermeiden, Freundschaften zu vermeiden. Das kommt dem Standardinformatiker sehr zu Pass. Aber Klischees außen vor gelassen, wir wollen ja gerade durch unsere Klassenstruktur, durch ein Public und Private, durch die Kapselung, strikte Trennungen hervorrufen und ganz klare Zugriffswege formulieren, damit wir viel, viel besser wartbaren Code haben, der wenig Querabhängigkeiten untereinander hat. Sobald Sie mit einem Friend einsteigen, dass Sie sagen, die eine Klasse ist mit der anderen befreundet und deshalb darf die an die privaten
Member-Funktionen und Member-Variablen der anderen Klasse ran, gibt es Probleme. Probleme mit der Wartbarkeit des Codes, weil sie dann nicht über den normalen Weg an die Interna der anderen Klasse zugreifen können, sondern das auf direktem Wege machen. Und da sie das auf direktem Wege machen, von hier, auf direktem Wege hier in diese andere Klasse, die sagt, der hier ist Freund von dem hier. Das heißt, der darf innen reingucken. Verlassen Sie sich hier darauf, dass sich die interne Implementierung hier nicht ändert. Und dann können Sie hier in dieser Klasse, die gesagt hat, der ist Freund, der ist Freund, der ist Freund, der ist Freund, können Sie hier nicht so ohne weiteres die interne Implementierung ändern. Das öffentliche Interface bleibt gleich, klar, weil alle Nutzerinnen und Nutzer dieses Interfaces oder dieser Klasse natürlich darauf angewiesen sind, dass sie auf die vorgegebene Weise damit kommunizieren können. Wenn Sie jetzt aber anderen Klassen einräumen, dass sie auch den direkten Weg nehmen können, haben Sie sich auch mit der internen Implementierung festgenagelt darauf, dass Sie da nicht viel ändern können. Oder in dem Moment, wo Sie hier was ändern, die andere Klasse mitändern müssen. Und das ist ungünstig. Deshalb versuchen Sie tunlichst, diese Freundschaften an der Stelle beim Programmieren zu vermeiden. Und da ist dann, mache ich das Nächste, was ich vermeiden würde, wobei ich da nicht ganz so radikal bin und radikal sein kann. Vermeiden Sie Kommentare. Hatte ich in GIP 1 auch schon was dazu gesagt, weil Kommentare relativ schnell anfangen zu lügen, weil niemand die Kommentare prüft. Es sei denn, Sie zwingen sich selber dazu, in dem Moment, wo Sie Ihren Code ändern, Ihre Funktionalität ändern, auch den dokumentierenden Kommentar zu ändern. Versuchen Sie, mit Ihrem Quelltext Ihres Programms so aussagekräftig wie möglich zu sein, dass Kommentare überflüssig sind. Wie bin ich jetzt da zu den Kommentaren hingekommen? Ich hoffe, ich denke da gleich auch noch dran. Genau. Versuchen Sie, Ihr Programm so zu schreiben, dass es sich selber dokumentiert. Deshalb versuchen Sie auch nicht, irgendwelche geschickten Tricks und Kniffe direkt hinzuschreiben, es sei denn, sie sind nötig. Wenn Sie irgendeinen geschickten Kniff implementieren, sollten Sie vorher einen Grund haben, den zu verwenden, also einen geschickten Kniff, der nicht offensichtlich ist. Wenn Sie meinen, dass es damit eventuell schneller geht, wenn Sie das Programm ausführen, dann messen Sie vorher nach, ob Sie ein Geschwindigkeitsproblem haben. Ansonsten schreiben Sie möglichst sauberen, klaren Code. Wenn Sie jetzt aber tatsächlich die Notwendigkeit sehen, irgendwas nicht auf der Hand liegendes hinzuschreiben, wo Sie sicher sein können, der Nächste, der da drauf guckt, stolpert da erstmal drüber und fragt sich, warum ist das so aufgeschrieben, wie das aufgeschrieben ist, ich würde das ja ganz anders machen, dann dokumentieren Sie das in einem Kommentar. Aber schreiben Sie bitte nicht an einen Getter für eine private Member-Variable x, der dann getx heißt, den Kommentar ran, gets the value of x. Das steht da schon. Denn spätestens dann, wenn Sie auf die Idee kommen zu sagen, warum heißt der Member x? Das ist doch die Masse meines Objekts. Sehen Sie, dass der Getter den falschen Namen hat und dann heißt er auf einmal getMass, aber den Kommentar ändern Sie nicht. Und dann steht über dem getMass-Getter auf einmal gets the value of x. Und dann passt es da nicht mehr zusammen. So, wie bin ich da hingekommen? Jetzt mache ich den Bogen. In dem Moment, wo ich ein Kommentarzeichen schreiben möchte, überlege ich, ob ich den Kommentar wirklich brauche und ob ich das nicht im Code anders ausdrücken kann. Gleiches gilt für Friend. In dem Moment, wo ich Friend schreiben möchte, überlege ich mir erstmal einen anderen Weg. Und wenn ich den partout nicht finde, ja gut, dann ist es halt Friend. Aber da gilt eigentlich das Gleiche. Ich würde die Finger davon lassen. Da handeln Sie sich eigentlich erstmal mehr Probleme mit ein. Gut, dann haben wir den auch gelassen. Den haben wir extra bis zum Schluss aufgehoben. Haben wir das? Hat das jetzt weitere Fragen provoziert? Hat das Dinge geklärt? Immerhin ein Nicken bei den Fragen. Sagt keiner was. Hat es weitere Fragen provoziert? Leere Blicke. Immerhin hat es ein bisschen was geklärt. Hoffentlich. Gucken wir also weiter. So, zweites Thema. Was gibt es durch C++ für Neuerungen gegenüber C, gegenüber dem, was Sie aus C kennen? Die Fragensammlung im Moodle ist erschreckend leer. Deshalb hier die Frage. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen aus dem Zoom-Meeting? Gibt es Fragen aus dem Raum?
die Ihnen jetzt spontan einfallen. Okay, dann bin ich gespannt, was Ihnen daran wichtig war. Tup, haben wir das. Wo fange ich an? Ich fange mal bei dem ersten Teil von String Streams an. C++ bringt Ihnen einen eigenen Datentyp für Zeichenketten. Sie machen kein Character Array mehr, das null terminiert ist, sondern Sie haben einen String in der Standardbibliothek, der automatisch seine Länge kennt, mit dem Sie Dinge tun können, wo Sie Teilstrings rausholen können, etc. Da können Sie viel mehr mitmachen. Vorsicht, wenn Sie es auch brauchen. Wenn Sie tatsächlich nur eine Zeichenkette als Name verwenden, könnten Sie sich vielleicht überlegen, ob Sie nicht besser nur das Character Array benutzen nach wie vor, also die Standard-C-Zeichenkette, wenn Sie die ganze Funktionalität daran nicht brauchen. Sobald Sie die Funktionalität daran brauchen, ist vielleicht der Standard-String hilfreich. Dann haben wir String-Streams. Die könnten ein Mittel sein, um ähnlich wie mit dem Ausgabestream, den Sie ja kennen, diesen C-Out-Ausgabestream, wo wir ja auch schon Zahlen reingeschrieben haben und auch, ich glaube, wir haben auch schon Zeichenketten reingeschrieben. Ja klar, wir haben Hello World da reingeschrieben. Sie können da Kombinationen von machen, dass Sie eine Zahl reinschreiben, dann eine Zeichenkette, dann wieder eine Zahl, die Zahl noch ein bisschen formatieren und alles mögliche andere. Das können Sie an den Bildschirm, salopp gesagt, schreiben. In den Ausgabestream für Character, der dann im Terminal, in der Konsole und im Endeffekt am Bildschirm landet. Dieses STDC-Out, da können Sie das reinschreiben. Wenn Sie sich jetzt auf die gleiche Art und Weise einen String zusammenstellen wollen, beispielsweise, Sie kennen den Tag eines Zeitstempels als Integer, Sie kennen den Monat eines Zeitstempels als Integer und das Jahr als Integer und wollen sich daraus die Zeichenfolge im Format vierstellig Jahr minus zweistellig Monat minus zweistellig Tag bauen. Also ein ISO-Datumsformat. Dann können Sie das am Bildschirm in Anführungszeichen relativ einfach machen. Sie nehmen sich diesen Ausgabestream her, stopfen da das Jahr rein, gucken, dass das vierstellig ist. Das müssen Sie halt selber sicherstellen, wobei das bei Jahren relativ einfach möglich ist. Stopfen dann den Charakter minus da rein. Anschließend auf die gleiche Art und Weise mit diesem Doppelfall den Monat. Wie gesagt, gucken Sie, dass Sie führende Nullen da reinkriegen und dass es zweistellig ist, aber das ist eine andere Geschichte. Dann als nächstes den Charakter minus. Und dann den Tag. Überhaupt kein Problem. STDC-Out, Doppelfall Year, Doppelfall Character Minus, Doppelfall Monat, Doppelfall Character Minus und so weiter. Dann steht der aber im Terminal. Und jetzt wollen Sie das aber als String in der Hand haben, um damit beispielsweise einen Dateinamen nachher zu bauen. Oder um das irgendwo anders zu verwenden, am Bildschirm nochmal anzuzeigen oder was auch immer. Dann können Sie sich selber einen String-Stream bauen, den Ihnen die Standardbibliothek zur Verfügung stellt und auf die gleiche Art und Weise mit dem Stream-Operator, diesem Doppelfall, da Inhalt reinfüllen und aufsammeln. Und dann können Sie diesen Stream hinterher fragen, jetzt gib mir bitte den zugehörigen String, den ich mir gerade zusammengebaut habe. Und das kann eben eine Möglichkeit sein, um sich formatierte Strings zu bauen. Das ist der, den Ihnen C++ mit der Standardbibliothek mitliefert. Das ist vielleicht je nach Anwendungsfall nicht der effizienteste. Aber auch da gucken Sie, dass Sie erstmal damit klarkommen, wenn Sie das brauchen, damit Sie das Konzept verstanden haben. Und wenn Sie das dann beißt, dass Ihnen das zu langsam ist oder dass Sie das eben performanter brauchen, schauen Sie sich nach anderen Bibliotheken um, die Ihnen da dann helfen. Aber erstmal ist das eine Möglichkeit, sich formatierte Strings zusammenzubauen. Nicht die beste, aber es ist eine, die in C++ dabei ist und die sich ganz genauso bedient wie ein File-Ausgabestream oder wie der Character-Out aus dem Standard-Ausgabestream. Und dann müssen Sie da nichts Neues lernen. So. Dann gucken wir uns erstmal Vektor, List und Map an. Das sind Vektor und List, kennen Sie schon aus, ich überlege gerade doch den. Nee, Map haben wir nicht gemacht. Vektor und List kennen Sie aus GIP1. Vektor als dynamisches Array, List als verkettete Liste. Das ist direkt ein Container für genau das, den Ihnen diesmal aber die Standardbibliothek zur Verfügung stellt. In C mussten Sie den selber implementieren. Haben Sie ja im Praktikum auch selber gemacht. Hier kommt er in der Standardbibliothek mit und hatten eigentlich einen ja, beide haben das ähnliche Interface und bedienen sich auf die gleiche Art und Weise, unterscheiden sich halt nur von der internen Implementierung und vom Anwendungsfall. Ein Vektor ist ein dynamisches Array, ein List ist eine verkettete Liste und Sie können sich dadurch bewegen.
Iteratoren sind jetzt ein Hilfskonstrukt dazu oder zu diesen Containern, mit denen Sie sich über den Container bewegen können. Sie können den Vektor danach fragen, gib mir bitte einen Iterator, der auf deinen Anfang zeigt. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Pointer, kann aber ein bisschen mehr. Kann er mehr? Ja. Ja, passt besser zum Container als ein Pointer. Im GIP1-Praktikum haben Sie sich einen Pointer auf den Listenanfang gebastelt und sich dann selber die Liste entlang gehangelt. Haben gesagt, Pointer, du zeigst auf ein Listenelement. Du Listenelement, gib mir bitte den Zeiger zu deinem Nachfolger und dann konnten sie dahin zeigen. Klingelt's dunkel? Diese ganze Mechanik übernimmt Ihnen der Iterator für eine Liste. Ich frage die Liste, gib mir bitte einen Iterator auf deinen Anfang. Der Iterator zeigt mir dann dahin. Und dann frage ich den Iterator, jetzt gib mir bitte das nächste Element. Und dieses Ganze fragt das Listenelement nach deinem Nachfolger etc. Diese ganze Mechanik unten drunter ist gekapselt in den Iterator, im Zusammenspiel mit der Liste natürlich, und sie kommen automatisch dahin. Sie haben ein Werkzeug, um direkt nach dem nächsten Element zu fragen, ohne sich um die interne Implementierung in der Liste und dem Iterator kümmern zu müssen. Und gleiches gilt dann für den Vektor. Da können Sie natürlich den Vektor dann auch fragen, gib mir das erste Element und dann gib mir das nächste Element. Und mit den Iteratoren haben Sie dann die Möglichkeit, dadurch, dass die sich auf die gleiche Art und Weise wieder bedienen, Sie haben ein Verständnis von Anfang und Ende und gib mir das nächste, gib mir das nächste, gib mir das nächste oder gib mir vielleicht das vorherige, haben Sie auf einmal die Möglichkeit, etwas zu machen, was unten drunter als Range-basierte Schleife steht. Weil Sie ein gemeinsames Interface für so eine größere Menge von Dingen haben. Sie können auf einmal besser über einen Vektor iterieren oder über eine Liste iterieren oder zumindest nicht besser, aber mit den gleichen Mitteln. Ich zeige Ihnen auch gleich wie und dann komme ich da mit der range-basierten Schleife noch ein bisschen besser klar. So, Map steht da noch als weiterer Datentyp. Ich kam gerade ein bisschen ins Stocken, weil ich überlegte, ob Sie das in GIP1 hatten. Ansätze davon hatten Sie in GIP1. Wir haben Bäume gebaut und haben da Module reingehängt. Und haben die, ich weiß nicht genau, wie weit wir es geschafft haben, ob wir tatsächliche Module reingehängt haben, also Module aus Ihrer Studiengangsbeschreibung, und haben die im Baum angeordnet, abhängig vom Modulkürzel. Und danach haben wir die sortiert. Den Schritt, den wir da nicht gegangen sind, ist genau zu sagen, dass dieses Modulkürzel, nachdem das sortiert ist, so etwas wie der Key aus dem Paar Key und Value ist. Key, das, wonach Sie sortieren oder womit Sie das Objekt identifizieren, und Value, der ganze Kladderadatsch, der da noch dranhängt. Wir haben es einfach dabei belassen, das gesamte Modul in den Baum zu hängen. Aber bei der Entscheidung, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts, nur nach dem Kürzel zu gucken. Und von daher, wenn wir das ein bisschen weitergetrieben hätten und diese Trennung schärfer gemacht hätten und tatsächlich gesagt hätten, ich habe einen Key, der mir genau ein Value, also den kompletten Modulinhalt bezeichnet, das ein bisschen mehr voneinander getrennt hätten, hätten wir sagen können, in den Baumknoten lege ich die Keys an und einen Pointer auf das zugehörige Value. Und in dem Moment hätte ich eine Map gehabt, in die ich auch Daten abkippen kann, aber nicht Daten abkippen kann im Sinne von, häng hinten noch einen dran und häng hinten noch einen dran und hier hast du noch einen, häng den hinten dran, sondern hier habe ich eine Modulbeschreibung. Das ist die Modulbeschreibung zu GIP1. Leg die bitte bei dir ab unter dem Key GIP1. Dann habe ich hier noch eine Modulbeschreibung. Das ist die Modulbeschreibung zu GIP2. Leg die bitte intern bei dir ab unter dem Key GIP2. Und so mache ich das mit allen anderen. BSY für Betriebssysteme und so weiter. Und dann kann ich hinterher die Map fragen. Nicht, wie ich bei einem Vektor oder bei einem dynamischen Array machen würde. Gib mir bitte das nullte Element, gib mir das erste Element, gib mir das zweite Element. Sondern gib mir das Element GIP1. Ich frage die dann direkt nach dem Key und dann bekomme ich das ganze Value zurück. Wir waren fast da, wir haben es aber nicht bis zu Ende gemacht. Und das ist dann eine Map. Ich habe einen Key und kann damit nach Werten fragen und baue mir damit Key-Value-Paare. Das kann tatsächlich sein, Key ist eine Zahl, Value ist eine andere Zahl. Beispielsweise Temperaturdaten eines Tages. Key ist die Stunde, Value ist die Fließkommazahl. Die Temperatur. Also kann ich auch von Zahl auf Zahl mappen. Da sind wir dann wieder ein bisschen bei dem Namen. Das kann auch komplexer sein. Das kann tatsächlich das sein, was ich gerade gesagt habe. Key ist ein String für den Modulnamen oder das Modulkürzel. Und dann kriege ich die komplette Modulbeschreibung. So, das ist dann eine Map.
Range-Based 4 komme ich gleich zu. Jetzt komme ich noch zu dem Überladen. Oder drehe ich erstmal den Spieß um. Was ist das? Wenn Sie überlegen, kann ich nämlich schon mal einen Schluck trinken. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. So, was hat es mit dem Überladen auf sich? Wie war das bei C? Da haben Funktionen ja relativ eindeutige Bezeichnungen. Woraus setzt sich diese eindeutige Bezeichnung der Funktion zusammen? Oder wodurch wird die Funktion ja eindeutig gekennzeichnet in C? Ja, nur durch den Namen. Ich muss jetzt gerade selber noch einmal überlegen. Nur durch den Namen. Genau. Lediglich, ich habe es gerade noch einmal für mich zurechtgelegt. Ja, es ist nur der Funktionsname. Und dann gebe ich da Parameter hinter dem Funktionsnamen. Und wenn ich mich auf diese Funktion beziehe, dann bin ich auf diesen Satz an Parametern festgelegt und der Compiler haut mir auf die Finger in dem Moment, wo ich eine Funktion anlege, die einen anderen Satzparameter dahinter hat. Das geht nicht. Dann sagt mir der Compiler, du hast diese Funktion schon angelegt, oder der Linker stellt hinterher fest, es gibt dieses Symbol, so heißt das dann auf linker Ebene, mehrfach. Dem ist es dann herzlich egal, dass ich da andere Parameter hinten festgelegt habe. Bei C++ gehört zum Namen oder zur eindeutigen Identifikation der Funktion auch die Parameterliste. Insofern, als dass es da um die Parametertypen geht. Nicht um die Benennung der Parameter, lediglich die Typen der Parameter sind wichtig. Plus noch zwei, drei andere Sachen, die da mit reinspielen. Wenn ich jetzt in C eine Funktion, bleiben wir bei dem, was ich in den Videos gemacht habe, eine Ausgabefunktion für Integer bauen wollte. Klar, kann ich mit printf machen. Ist egal, ich möchte aber eine Print-Funktion haben, der ich einen Integer übergeben kann. Dann muss ich, wenn ich daneben eine Print-Funktion stellen möchte, die auch Floats ausgeben kann oder die dann Floats ausgeben kann, den Funktionsnamen ändern. Ich brauche ein printint und ich brauche ein printfloat. Wenn ich es nur print nennen würde, würde mir entweder der Compiler sagen, du hast jetzt diese Funktion zweimal definiert mit anderen Parametern, oder der Linker würde sagen, dieses Symbol print gibt es zweimal. C++ macht es anders. Ich schreibe in C++ für beide Fälle print. Und einmal hat diese Print-Funktion einen Integer-Parameter, einmal hat sie einen Float-Parameter. Und je nachdem, womit ich die Print-Funktion aufrufe, verdrahtet der Compiler die anders. Können Sie sich das vorstellen? Wenn ich in diese Print-Funktion einen Integer reinstecke, bereitet der Compiler das so vor, dass die Integer-Print-Funktion aufgerufen wird, die Funktion, die Integer übernimmt. Während wenn ich einen Float reinstecke, wird die Funktion aufgerufen, die den Float-Parameter hat, die aber auch Print heißt und die sich in der Implementierung nachher unterscheiden können. Und wie funktioniert das jetzt? Das ist relativ simpel. Da ist eine Zwischenschicht, salopp gesagt, eingezogen, die Ihnen ermöglicht, eine Print-Funktion mit einem Float-Parameter zu schreiben, die dem Linker aber eine Funktion präsentiert, die dann eigentlich wieder printfloat heißt. Davon kriegen Sie aber nichts mit. Das heißt, der Name auf dem Weg vom Compiler oder von Ihrem Programmquelltext zum Linker hin wird verändert und listet dann im Endeffekt die Datentypsnamen alle auf, unten drunter, damit das auseinanderklamüsert werden kann. Und so kann der Compiler dann sagen,
Sie haben zwar geschrieben Print, Klammer auf, und dann Integerwert. Ich weiß aber, dass das vom Aufruf her eine Funktion ist, die nachher Printint heißt. Das übernimmt der Compiler für Sie. Das heißt, diese zusätzliche Schreibarbeit, die Sie in C gehabt hätten oder haben, haben Sie hier nicht mehr. Der Compiler übernimmt Ihnen das, weil das Teil der Sprache ist. Und dieses Konzept nennt sich Überladen. Überladen von Funktionen für verschiedene Parameter. Genau, das ist auch die statische Polymorphie, die Sie da an der Stelle nutzen. Aber Sie überladen ein und dieselbe Funktion für verschiedene Parameter an der Stelle. Das ist die eine Variante für das Überladen. Die andere Variante für das Überladen von Funktionen kommt nachher bei der Vererbung. Sie haben eine Autoklasse. In der Autoklasse liegt ein Motor und die Autoklasse hat eine Startfunktion, Startmethode. Die ist dafür da, den Motor zu starten. Dann können Sie sich daraus jetzt ein einfaches Auto bauen, was dann vielleicht ein kleines bisschen spezieller ist als dieses generische Auto. Das hat auch einen Motor und das kriegt auch durch Vererbung, das kriegen wir aber dann später, diese Startfunktion mit. Und Sie können das Auto starten. Dazu bauen Sie sich dann jetzt aber noch ein komplexeres Auto, was natürlich auch einen Motor hat. Liegt ja in der generischen Autoklasse, liegt der Motor drin. Und die generische Autoklasse kann jetzt diesen Motor starten. Das komplexere Auto hat jetzt aber nicht mehr einen Zündschlüssel, wo Sie den Zündschloss, wo Sie den Zündschlüssel reinstecken, sondern hat diesen Knopf und muss vorher erkennen, ob Sie den Zündschlüssel in der Tasche haben. Also ist der Vorgang Motor starten viel komplexer. Und dann können Sie in dieser viel komplexeren Klasse die Startmethode überladen durch diesen komplexeren Vorgang. Auch da reden wir nochmal über Überladen von Funktionen. Aber das wird dann bei Vererbung, glaube ich, klarer. So, dann wollte ich Ihnen zu guter Letzt noch die Range-Based-Vorschleife zeigen. Das machen wir dann auch noch. Dann haben wir tatsächlich die Zeit sehr, sehr gut ausgenutzt. Dann muss ich das jetzt ja doch bauen, was ich hier gemacht habe. Probieren wir das mal, ob das klappt. Das lasse ich Ihnen einfach alles stehen. Hilft mir das? Doch, das müsste gehen. Ich C++11 noch schreiben. Ich mache mal das C++11-Zeug hier weg, damit ich das gleich hier kompiliert kriege und mache das mal wieder nur, also einfach kompiliert kriege. Das andere würde ich auch kompiliert kriegen. Ich inkludiere mir mal hier den Vektor und kann mir dann hier ein STD-Vektor, so jetzt sehen Sie im Zoom-Meeting wieder die Auflösung nicht richtig. Das ist besser fürs Zoom-Meeting. Ein STD-Vektor über Ganzzahlen bauen, Numbers. Und in Numbers mache ich ein Pushback von einer 5. In Numbers mache ich ein Pushback von einer 17. Und in Numbers mache ich ein Pushback von einer 42 wieder. Dann würde ich jetzt eine Vorschleife schreiben. Integer i gleich 0, i kleiner. Das Schöne ist, ich habe jetzt ein Array, ein dynamisches Array, das ich nach seiner Größe fragen kann. Ich muss mir nicht merken, dass da drei Stück drin sind. Als Sie das dynamische Array geschrieben haben, konnten Sie das auch nach dessen Größe fragen. Die Kamera hat mich wieder nicht. Konnten Sie das auch nach dessen Größe fragen. Das haben Sie aber selber implementiert und hier kommt das dynamische Array eben selber damit. So, was machen wir damit? Damit machen wir jetzt einfach nur ein STDC-Out. Gib mir bitte Numbers an der Stelle i. Jetzt sehe ich gerade, ich brauche hier noch include stdio.h und dann mache ich da weiter damit. Ich hätte gerne eine Shell. Die hätte ich aber gerne. Nee, die hätte ich gerne da unten. Die Shell. Jetzt können Sie es lesen. Ne? Mache ich das hier? Nee, ich bin faul. Make main. STDIO. Ha, ich programmiere C. Warum halten Sie mich nicht davon ab? Das ist die IO-Stream. Mache ich das? Make, no tag, make main. Jetzt habe ich eine main. Kann die bauen und er gibt mir die 5, 17 und die 42 aus. Was zu erwarten war, oder?
In meinen Vektor schiebe ich die 5, die 17 und die 42. Nichts Neues. Das ist ein dynamisches Array. Ein Array hat eckige Klammern, mit denen Sie das Ding indizieren können, können sich die einzelnen Dinge rausholen. Kein Problem, oder? Wunderbar. Machen wir mal so einen Trenner drunter, damit wir das unterscheiden können. Was ich jetzt machen kann mit der Range-Based-Vorschleife, ist eine deutlich ausdrucksstärkere Schreibweise hinbekommen. Zeilen 26 bis 28, fangen wir in Zeile 26 an, sagt relativ offensichtlich, baue dir einen Integer und zähle den hoch von 0 bis einen kleiner als die Größe von Numbers. Warum? Warum soll ich einen Integer haben, der zählt? Das ist mir doch egal. Ich möchte die Elemente aus Numbers raus haben. Aber warum schreibe ich so viel Text dahin, um einfach hochzuzählen? Na klar, muss ich machen, damit ich hier den Zähler einsetzen kann. Ist aber ein Umweg. Ich muss mir einen aufwendigen Zähler bauen, um an die einzelnen Elemente ranzukommen. Ja, ich sehe schon, ich muss gleich EC++ übersetzen. So, was ich hier stattdessen machen kann, ist zu sagen, gib mir einen Integer n und befülle diesen Integer mit dem Inhalt von Numbers. Und gib mir den dann aus. Jetzt gucken wir mal, ob ich das aus dem Stand hinkriege. Ja, macht er. Und dann kriege ich auch genau das Gleiche. Und hier an dieser Darstellung oder in dieser Schreibweise spare ich mir diesen Zähler, der hochzählt, damit ich über diesen Zähler indirekt Zugriff auf die Elemente bekomme, was ich hier oben mache, spare ich mir und schreibe hin für jeden Integer n in Numbers. Tue bitte das Folgende. Gib mir das n aus. Das finde ich deutlich ausdrucksstärker als das, was ich oben mache. Und das ist etwas, was Sie in anderen Programmiersprachen auch, in Python finden Sie das tatsächlich for n in Numbers so geschrieben. Was deutlich klarer macht, gib mir bitte alle Elemente aus Numbers und jedes einzelne Element dabei heißt n bei jedem Durchlauf. Ist halt, ja, ist deutlich ausdrucksstärker als das, was ich hier oben mache. Von daher sollten Sie, wenn Sie C++11 benutzen können, was ich für sehr wahrscheinlich halte, was aber an einigen Bereichen eben auch sein kann, dass es nicht möglich ist, wenn Sie in einem Bereich arbeiten, wo C++11 tatsächlich noch nicht verfügbar sein sollte, mag es geben. Also wenn Sie C++11 benutzen können, sollten Sie das möglicherweise so schreiben. Handeln Sie sich an einigen Stellen vielleicht auch noch Probleme ein, aber hier in diesem einfachen Fall definitiv nicht und erklären viel besser, was Sie tun. Für jedes n aus Numbers gib es mir aus. Und dieses für jedes n steht auf einmal hier oben und nicht für jeden Index, den du dir denken kannst, der in einem gültigen Bereich für Numbers ist, tue dann irgendetwas. Und zwar benutze diesen Index, um dir eine Number rauszufischen. Viel zu aufwendig. Und dann ist das hier die Range-Based-Vorschleife, die Sie allerdings hier unten steht's, an der Stelle mit C++11 dann übersetzen müssen. So, dann haben wir das auch geklärt. Haben, glaube ich, hier in der Range-Based-Vorschleife auch gemacht. Wir haben Vektor gerade nochmal gesehen, wir haben Map gemacht, List gemacht, haben wir darüber gesprochen, Iterator haben wir uns angeguckt, haben Überladen besprochen, String Streams habe ich Ihnen erklärt, Range-basierte Schleife habe ich Ihnen erklärt, dann hätten wir das also auch. So, habe ich damit noch weitere Fragen provoziert? Hier im Raum, im Zoom-Meeting, gibt es noch was, was Sie an der Stelle mit mir besprechen wollen, was Sie, ja klar, noch an Fragen aus den Folien haben, was ich Ihnen nochmal zeigen soll, nochmal erklären soll? Ansonsten, zur Sicherheit, hört mich das Zoom-Meeting noch?
Wunderbar, da kriege ich auch eine Antwort. Das ist gut. Ich habe keinen übersehen zwischendurch. Es hängt auch keiner mehr im Warteraum rum, der dann noch nachträglich kommen wollte. Das ist gut. Dann habe ich das da auch nicht verbockt. Im Chat steht auch nichts. Ich gucke zur Sicherheit einmal nach. Nee, bei YouTube hat mir auch keiner was hingeschrieben, falls da einer zugeguckt hat. Dann sind offensichtlich wirklich keine Fragen mehr da. Thema 4 ist schon online. Thema 5 folgt dann auch bald, dass Sie sich das angucken können. Nächste Woche hier an dieser Stelle besprechen wir Thema 4 auf die gleiche Art und Weise. Ich hoffe, Sie bringen dann genug Fragen mit, dass wir die Zeit auch, ja, so gut es eben geht, ausnutzen können. Dafür sind wir ja hier, dass wir uns Dinge angucken, die wir uns nicht angucken könnten, wenn ich Ihnen hier den Inhalt der Videos vorher erzählen würde, die Sie sich ja selber angucken können. Ich hoffe einfach auf noch mehr Fragen und ja, gucken wir, wo uns das hinführt. Danke fürs Hiersein im Raum. Wir klären gleich noch intern Dinge, die nur den Kurs betreffen. Danke schon mal ans Zoom-Meeting dafür, dass Sie da waren. Danke ja, grundsätzlich fürs Zugucken. Und dann war das die Nachbesprechung von Thema 3. Nee, doch auch 3, aber auch 2. Ich kriege es einfach nicht hin an der Stelle. In Grundlagen der Informatik und Programmierung 2 im Sommersemester 2022 am Campus Bocholt der Westfälischen Hochschule. Danke und bis zum nächsten Mal.